Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video zu meinem Format Schon gelesen oder suppt es noch? Ja, ich habe es euch im letzten Monat zum ersten Mal vorgestellt. Wir gucken ein Jahr zurück und schauen gemeinsam meine Neuzugänge aus jetzt aktuell dem Juni 2016 an. Und während wir das Video gemeinsam sozusagen ansehen, ich werde es dann einblenden, werde ich auch dazu sagen, ob ich es schon gelesen habe, ob ich es noch nicht gelesen habe, warum vielleicht noch nicht, und werden hier einfach mal sehen, wie viele Bücher bei mir eingezogen sind und ob ich sie gelesen habe oder nicht. Und da euch das Format im letzten Monat gut gefallen hat, greife ich die Idee jetzt einfach nochmal aus und denke, vielleicht machen wir da auch einfach etwas Regelmäßiges daraus. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir dazu Kommentare da lasst. Und ich rutsche jetzt ein wenig auf die Seite, mache der Steffi vor einem Jahr Platz und dann gucken wir mal zusammen in die Neuzugänge von vor einem Jahr. Ja, da ist auch wieder das schöne, etwas abgewandelte Intro. Gefällt mir immer noch ganz gut, auch wenn ich aktuell ja gar kein Intro verwende. Und da sehen wir die braunhaarige Steffi. Ja, im Sommer werde ich ja öfter mal braun. Ich bin sehr gespannt, was es jetzt so für Neuerscheinungen gibt. Ich habe leider gar nicht im Blick, wie viele es sind, daher gucken wir einfach mal. Ach ja, letztes Jahr im Juni sind die drei Bücher aus der Reihe Die Katze des Dalai Lama bei mir eingezogen und wurden auch, glaube ich, ziemlich schnell hintereinander weggesuchtet. Und ich habe mich da sehr, sehr darüber gefreut, dass sie bei mir eingezogen sind. Die Reihe hat mir nämlich unglaublich gut gefallen. Wir begleiten hier im Grunde die Katze, des Dalai Lama. Durch den Tempel, durch die Tempelanlage und erleben eben mit ihr nicht nur die Weisheit des Buddhismus, sondern eben auch einfach so die Weisheit von Katzen und wirklich so aus Katzensicht geschrieben. Das hat David Michie, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut gemacht und diese Reihe ist wirklich eine Herzensreihe. Ich glaube, dass sie demnächst auch mal bei mir noch als echtes Buch einziehen wird, weil das wirklich sehr, sehr schöne Bücher waren, die man auch einfach mal noch so lesen kann und ich wirklich schön finde, auch die Cover wirklich so toll sind. Ja, eine tolle Buchreihe, wirklich absolute Empfehlung, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja, und dann sind drei Teile der Unwandelbar-Reihe bei mir eingezogen, auch als E-Book von Laura Labers. Die Reihe hat ja, glaube ich, im Mai bei mir begonnen und es mussten dann auch recht schnell Teil 3, 4 und 5 müssten das sein, bei mir einziehen. Eine Reihe, die mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, die Laura Labers sehr gut geschrieben hat. Wir haben hier eben diese Unwandelbaren, beziehungsweise geht es eben um die, die sich wandeln können in Tiere und eben mir hier ein junges Mädchen, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, im Grunde begleiten, wie sie in diese Welt eingeführt wird, welche Probleme es gibt, dass man hier eben doch auch wieder nach strengen Regeln lebt und sie nicht ganz so einverstanden ist, wie diese Gesellschaft lebt. Und fand ich sehr, sehr gut. War eine ganz, ganz tolle Reihe im letzten Jahr und ich habe dadurch eben auch zu Laura Labers gefunden, von der ich ja dann auch die nachfolgende Reihe jetzt im Grunde begonnen habe und ich mich auch hier auf den Abschluss freue und auf ihr High Fantasy Epos, nenne ich es jetzt einfach schon mal, und auch eine super sympathische Autorin, die ich auch schon jetzt in Leipzig kennenlernen durfte und hoffentlich dann auch in Frankfurt sehe. Also absolute Empfehlung, auch diese drei Bücher wurden von mir gelesen. Dann wurde ich, glaube ich, von verschiedensten Booktubern angefixt, Wunder zu lesen, beziehungsweise erstmal zu kaufen. Eine Geschichte, die mir dann doch sehr, sehr gut gefallen hat. Wir haben hier einen Jungen, der ein bisschen anders ist wie alle anderen und das wunderbar verpackt hat. Eine ganz, ganz tolle Geschichte, die ich wirklich großartig fand und die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Also auch Wunder wurde von mir gelesen. Ja, dann ist von Regina Meißner Seductio bei mir eingezogen und das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Kann gar nicht sagen so richtig warum. Ich weiß gar nicht, ob damals dann nicht vielleicht noch der dritte Teil gefehlt hat und ich dachte, ich fange erst an, wenn alle drei Teile da sind. Vom Cover her hat es mich angefixt. Es, glaube ich, war dann damals auch so ein Monatsdeal, also diese, was es bei Amazon ja öfter mal gibt, Buch des Monats, Buch der Woche, ich weiß nicht mehr. Irgend sowas war, glaube ich, auch relativ günstig, hat 1,99 gekostet, wenn ich mich nicht täusche. Und hat mir wirklich vom Cover und vom Klappentext gut gefallen. Ich glaube, dass ich hatte es mir, glaube ich, jetzt vorgenommen für 2017. Es steht da auf meiner Leseliste. Mal sehen, ob ich es in diesem Jahr dann lesen werde.
Ja, man merkt schon, der Monat ist recht E-Book-lastig zumindest gestartet. Auch so ist eingezogen von Elizabeth Freemantle Im Schatten der Königin, ein Tudor-historischer Roman, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, den ich auch schon gelesen habe. Ich mag die Bücher um die Tudors herum sehr, sehr gerne, ein absoluter Fan, letztes Jahr auch von der Serie gewesen. Und so hat es mich dann auch zu der Geschichte gezogen und fand ich großartig erzählt. Es ist ja, ich glaube, von Freemantle auch so eine ganze Reihe. Sie erzählt ja von ganz unterschiedlichen Menschen um, ja, im Grunde die Tudors herum. Und das hat sie in diesem Buch großartig gemacht, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich lese das immer mal wieder gerne. Ich muss ein bisschen in Stimmung sein. Hier war ich es und es hat mir wirklich gut gefallen. Und ja, auch dieses Buch wurde von mir gelesen. Ja, und dann ist bei mir dieses Praxisbuch Werde verrückt von Veit Lindau, glaube ich. Ich sehe es gerade auf die Entfernung nicht. Eingezogen. Ja, es bezieht sich auf die Bücher vorher, was mir nicht so ganz klar, glaube ich, war. Ich fand das Buch tatsächlich nicht ganz so gut. Es waren viele Übungen und Tipps und Tricks einfach immer wieder drin. Es hat sich ständig wiederholt und es war jetzt kein Buch, wo ich sage, muss man unbedingt gemacht haben, damit sich etwas verändert im Leben. Aber ich habe es ja, gelesen. Ja, dann der erste Teil von These Broken Stars ist bei mir eingezogen, wurde auch schon gelesen und ich wollte seitdem dann eigentlich auch den zweiten lesen, der ja schon herausgekommen ist, werde jetzt wohl aber auf den dritten warten und dann einfach 2 und 3 zusammenlesen. Ja, also der erste Teil wurde gelesen, wir sind hier ja in einer anderen Welt im All und begleiten eben die zwei Lilac und Tara, glaube ich, hießen sie, dann eben auf diesem gefühlt neuen Planeten und beide trennt so einiges im Leben. Und dort müssen sie eben mehr oder weniger zusammenhalten. Es hatte etwas ganz anderes, als ich erwartet hatte. Es hatte viel weniger Love Story, als man vermuten lässt. Und es ging wirklich mehr so um dieses Drumherum. Was ich fand, war ganz, ganz toll beschrieben. Also war wirklich ein ganz, ganz toller erster Band. Und die Geschichten ja nehmen dann eben Band 2 und 3 andere Charaktere her. Und ich, ja, ich weiß gar nicht so richtig. Ich habe auch noch keine Rezension groß zum zweiten Teil mir angeguckt. Und greifen dann aber so die Grundstory wohl wieder auf. Also spielen so in einem Universum. Und ja, jetzt, wenn ich den ersten Band so sehe, denke ich mir, Mensch, es wird wohl Zeit, dass du den zweiten auch mal liest. Aber ja, auch dieses Buch wurde von mir schon gelesen. Ja, Seelenlos von Juliane Maybach eingezogen, wurde auch, glaube ich, sehr, sehr zeitgleich gelesen, wie auch dann, glaube ich, die nachfolgenden Bände. Eine Reihe, die wirklich wieder sehr, sehr großartig ist. Ich mochte ja schon die Nekare-Reihe von Juliane Maybach sehr und so auch die Seelenlos-Reihe. Ich glaube, jetzt der nächste Teil steht kurz bevor und da lüftet Juliane gerade auf Facebook das Cover und da bin ich auch sehr, sehr gespannt und freue mich sehr, es zu lesen. Dann ein Buch, was mir vom Verlag zugeschickt wurde, ohne Anfrage, irgendwas sommerliches Gartencafé. Ja, ein Buch, das ich angelesen habe, mich irgendwie nicht so richtig vom Stil begeistern konnte, weggelegt wurde und es dann eine Freundin, ich glaube auch direkt letztes Jahr noch im Herbst dann mitgenommen hat und gesagt hat, hey, das klingt cool, das nehme ich mit. Ich glaube auch meine Freundin hat es mittlerweile gelesen. Ich wollte es auch nicht mehr zurück, weil ich dachte, es ist einfach keine Geschichte für dich. Kann natürlich einfach bei unangefragten Rezensionen passieren. Ist nicht schlimm, ich finde das gar nicht tragisch. Man entdeckt dadurch manchmal einfach Geschichten, die einem, auf die man vielleicht nicht gekommen wäre. Aber meine Freundin hat schon gesagt, das ist wohl eher nichts für dich. Es ging wohl schon sehr schmalzig dann auch so im Gartencafé und ein bisschen sehr, ja, einfach nicht so richtig wahrscheinlich meins. Und ich denke, meine Freundin kann das recht gut beurteilen. Und dementsprechend, ja, habe ich das Buch eben nur angefangen, nicht zu Ende gelesen und ist, glaube ich, jetzt somit das zweite Buch, was ich nicht gelesen habe. Insofern, ne, angefangen und pausiert, naja, zählen wir nicht. Nein, es ist das zweite Buch, was ich nicht gelesen habe. 5 am Meer habe ich dann als Hörbuch gehört und das fand ich wirklich großartig erzählt. Es geht hier um eine junge Frau, die ein Haus erbt, ich glaube in den Hamptons und dort leben eben ältere Herrschaften in diesem Haus, die in so einer Art Senioren-WG leben und ja, das sorgt natürlich ein bisschen für Tumult. Ich habe es als so ein bisschen eine Art ja, Golden Girls auf andere Art und Weise erlebt. Das war
war sehr humorvoll, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es gab eine zarte Liebesgeschichte, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich weiß, dass ich diese Geschichte ja immer im Garten gehört habe und ja, sie mir Spaß gemacht hat. Daran kann ich mich noch gut erinnern. War wirklich eine schöne Sommergeschichte, sehr leicht und mit tollen Charakteren und schön erzählt. Und auch sprachlich fand ich es sehr, sehr gut. Man konnte es auch auf der 1er Geschwindigkeit sozusagen hören, was ja bei Audible kann man ja immer schön vorspulen. Das geht bei echten Hörbüchern ja leider nicht. Dementsprechend muss es dann schon für mich ertragbar sein. Und das war es in dem Fall und hat wirklich Spaß gemacht und ja, war wirklich ein schönes Sommerbuch, was man jetzt, denke ich, bei diesen schönen Temperaturen auf jeden Fall auch empfehlen kann. Dann kam letztes Jahr im Juni das Buch von meiner Schwester heraus, ja, das wirklich ein ganz, ganz tolles Cover hat, wie ich selbst finde. Die Geschichte habe ich natürlich auch schon gelesen und ja, sie war sehr fantasyreich, fast ein bisschen zu viel des Guten, aber das hat sie großartig gemacht. Sehr kreativ, wie ich finde, und für einen Debütroman auch absolut okay und ja, hat mir gut gefallen und hat mich wirklich mitgenommen und unglaublich, dass das im Kopf meiner Schwester steckte. Dann ging letztes Jahr auch ja, die Jesse Jefferson-Reihe von Page Toon los. Aktuell, glaube ich, erscheint jetzt der 3. Teil. Und hier haben wir im Grunde den 1. Teil, das verrückte Leben der Jesse Jefferson. Page Toon, ihr erste Jugendbuchreihe. Und wir kennen Jefferson im Grunde aus den Büchern von Page Toon bereits. Es war ein Rockstar oder ist ein Rockstar. Und hier haben wir die uneheliche Tochter, wenn man so möchte, oder die Tochter aus früheren Zeiten. Und ja, wie sie im Grunde das Leben so erlebt. Und dadurch, dass sie eben eine Jugendliche ist, ist das eben auch eher ein Jugendbuch und auch sprachlich anders, als man von Page Toon kennt. In keinster Frage aber irgendwie schlecht oder sonstiges, sondern eigentlich sehr, sehr gelungen. Und mir hat die Reihe sehr viel Spaß gemacht. Ich habe Teil 1 und 2 gelesen und Teil 3 müsste jetzt demnächst, wie gesagt, auch rauskommen oder vielleicht zum Zeitpunkt des Videos auch schon da sein. Ich denke irgendwie so Mitte, Ende Mai, also eher Ende Mai. Und ich freue mich da sehr drauf, das dann auch zu lesen. Und das ist dann, glaube ich, rot, wenn ich mich nicht irre. Ja, weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall erste Teil gelesen und für gut befunden und dann auch die Reihe weiterverfolgt. Dann ist Jonathan Strange und Mr. Norris bei mir eingezogen. Ich glaube, angefixt durch Vilja im letzten Jahr habe ich mir das englische Buch gebraucht geholt und bisher nicht gelesen. Ja, also sozusagen das 3. Buch, was ich nicht gelesen habe. Aktuell ist es auch verliehen an den Sohn einer guten Freundin, der das gerade ja versucht mit seinen Englischkenntnissen sozusagen zu lesen. Ich glaube, er schlägt sich da auch recht gut. Und es ist natürlich auch ein Wälzer, wie man sehen kann. Und es war, glaube ich, so ein bisschen eine zauberhafte Geschichte. Und Vilja hat eigentlich einfach letztes Jahr in den Vlogs so davon geschwärmt, dass ich es mir zulegen musste. Ich weiß gar nicht, ob es das aktuell jetzt dann schon auf Deutsch gibt. Beziehungsweise, glaube ich, habe ich es, glaube ich, bei Audible als Hörbuch auch gesehen und tatsächlich greife ich vielleicht da dann eher zum Hörbuch, aber ja, aktuell ist das englische Buch verliehen, aber ja, es hat auch wunderschöne Bilder mit drin und ja, hatte ich tatsächlich fast schon wieder vergessen, dass ich es verliehen habe. Nein, also ich habe auch eine Liste, wo ich aufschreibe, wer welches Buch von mir hat und es bekommen auch nicht so viele Bücher von mir ausgeliehen, aber das ist ein gebrauchtes Buch, was eh nicht so ganz in Schuss war, von daher ist das nicht dramatisch, aber das Buch ist noch nicht gelesen und somit Nummer 3. Ja, und dann kam das eigentliche Sommerbuch von Page Toon, Sommer für immer. Und dieses Buch habe ich damals zusammen mit der lieben Miriam an einem Wochenende, glaube ich, gelesen. Und Page Toon bringt ja immer so Mai, Juni die Sommerbücher heraus. Auch dieses Jahr kommt das jetzt, glaube ich, im Juni. Und das war die erste Leseenttäuschung von Page Toon. Ich glaube, das schlechteste Buch überhaupt von ihr, ein absoluter Flop. Eine Geschichte, der ich überhaupt nicht ja, begeistert folgen konnte, mit Charakteren, wo man ganz oft einfach nur den Kopf geschüttelt hat und überhaupt nicht verstanden hat, warum sie so reagieren, wie sie es taten, und ein Buch, das so überhaupt kein Sommergefühl ausgelöst hat und ja, uns beiden nicht gefallen hat, wenn ich mich richtig erinnere, und auch Miriam nicht so begeistert war, und ich einfach hoffe, dass Page Toon es dieses Jahr ein bisschen besser tut. Ja, eine Kurzgeschichte von Stephen King ist bei mir eingezogen, Autopsieraum 4. Es war ja so, dass letztes Jahr im Heine Verlag wöchentlich E-Books rausgekommen sind mit einer Kurzgeschichte und Autopsie, ich glaube immer montags, und Autopsieraum 4 war eine sehr creepy Kurzgeschichte. Ich weiß, dass ich sie sehr genossen habe, dass ich sie sehr gruselig fand und ja, ja, ich habe direkt Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Ja, es war eine Kurzgeschichte, ganz nach meinem Geschmack, eine sehr gute Kurzgeschichte von Stephen King, auch wirklich empfehlenswert.
Und wurde von mir auch gelesen. Ich habe, glaube ich, im letzten Jahr 4, 5 Kurzgeschichten dieser Art gelesen. Aktuell hatten wir ja jetzt im Mai Sunset gelesen, was eine Kurzgeschichtenband ist. Ich weiß gar nicht, bisher ist mir da noch keine Geschichte bekannt vorgekommen. Ich glaube, dass im Bazar der bösen Träume, was auch ein Kurzgeschichtenband ist, von ihm vielleicht sogar Autopsieraum 4 drin sein könnte. Weiß ich gerade nicht, habe ich noch nicht geguckt. Aber ja, das war wirklich eine Kurzgeschichte ganz nach meinem Geschmack. Ja, und das waren sie jetzt auch schon, die Neuzugänge aus dem Juni letzten Jahres. Und wie man gemerkt hat, habe ich tatsächlich sehr, sehr viel schon gelesen. 3 Bücher wurden noch nicht gelesen. Ich habe es gerade gar nicht mitgezählt, wie viele Neuzugänge es eigentlich waren. Ich glaube nach wie vor ein sehr guter Schnitt. Ich glaube spätestens, wenn, glaube ich, entweder Juli oder August so die ein oder andere Rebuy, Paket Unpacking dabei ist, dann reiße ich wahrscheinlich den Schnitt. Aber so sind wirklich 3 Geschichten dabei, die noch nicht gelesen sind. Eine ist im Grunde schon mehr oder weniger aussortiert und 2 liegen sozusagen noch offiziell auf dem Sub. Und ich finde, das ist absolut in Ordnung. Also das finde ich absolut okay, überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise, dass ich mir da jetzt Gedanken mache. Und finde das gut, dass wirklich so viele Bücher auch gelesen wurde. Und mich würde natürlich mal interessieren, habt ihr denn Bücher noch aus dem letzten Jahr, die ihr unbedingt lesen wolltet und jetzt vielleicht euch nochmal so eine Erinnerung ruft und euch jetzt direkt vielleicht noch mehr ansprechen als vorher, dann schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare, auch wie euch das Format weiterhin gefällt, würde mich natürlich interessieren. Und lasst mir auch gerne einen Daumen hoch da, um zu zeigen, dass das Format euch Spaß macht, so wie mir. Einfach nochmal so einen Blick in die Vergangenheit werfen. Finde ich wirklich irgendwie ganz spannend. Und hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Wünsche euch nur noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.